So ist besser, oder? Das viele Wasser, das ihr da gerade gesehen habt, verteilt sich da unten auf einer riesigen Fläche. Schaut mal. Denn jeder Fluss mündet irgendwann in einen See oder ins Meer. Dort entsteht dann oft ein Flussdelta. Was das genau ist, erkläre ich euch gleich. Eins ist auf jeden Fall sicher. Hier gibt es ganz viele besondere Pflanzen und Tiere, die ich mir heute mal genauer anschauen werde. Wie immer muss ich drei Aufgaben lösen und ich bin schon sehr gespannt, was als erstes ansteht. Geht natürlich direkt los. So. Gehe auf dem gefährlichsten Pfad Afrikas spazieren. Taban beschützt dich. Das klingt aufregend. Alles klar, ich mache mich auf den Weg. Manche Flüsse haben ganz schön viel Schwung drauf. Sie bremsen aber stark ab, wenn sie in ein stehendes Gewässer fließen. Der Sand und die Steine, die sie in ihrer Strömung mittransportiert haben, sogenannte Sedimente, sinken dann zu Boden. Nach und nach bilden sich dadurch Sandbänke, die dem Fluss den Weg versperren. Deshalb gabelt er sich in immer kleiner und flacher werdende Verzweigungen auf. Der griechische Buchstabe Delta sieht aus wie ein Dreieck, daher der Name Flussdelta. Ich bin heute in Uganda unterwegs. Der Nil entspringt hier aus dem Viktoriasee, fließt in einem langen Bogen durchs Land, rauscht dann über die Murchison-Wasserfälle und mündet in den Albertsee. Hier bildet er ein großes, sumpfiges Flussdelta. Besonders in der Trockenzeit, wenn das Wasser rar ist, versammeln sich alle am Delta. Elefanten, Antilopen, Raubtiere und jede Menge Vögel. Bis zu 4 Kilometer vom Ufer entfernt ist das Wasser weniger als 1 Meter tief. Das riesige Feuchtgebiet ist ein wichtiger Lebensraum, insbesondere für Wasservögel und Fische, und steht als Nationalpark unter Schutz. Ich suche erstmal Taban, der mir helfen soll, meine Aufgabe zu lösen. Er ist ein Ranger, das heißt, er beschützt die Tiere und Pflanzen hier im Nationalpark. Hi, bist du Taban? Genau, ich bin Taban. Taban, ich muss auf dem gefährlichsten Pfad Afrikas spazieren gehen. Kannst du mir dabei helfen? Keine Sorge. Ich habe ganz viel Erfahrung. Mit mir kannst du hier sicher durch die Wildnis laufen. Okay, dann lass uns loslegen. Let's go. Ja. Gleich zu Beginn gibt's die erste Überraschung. Oh, Taban, gehen wir jetzt auf ein Boot? Ich dachte, wir suchen einen Platz an Land. Schon, aber wir brauchen das Boot, um den Pfad zu finden. Wird es denn wirklich gefährlich jetzt? Oh, nicht tagsüber. Und nicht, wenn wir genug Abstand halten. Puh, okay, dann bin ich ja schon mal erleichtert. Aber wenn du sagst Abstand halten, dann suchen wir wahrscheinlich nach einem Tier. Taban verrät mir, dass das gefährliche Tier, das wir suchen, sowohl im Wasser als auch an Land lebt. Leopard und Löwe fallen also schon mal weg. Die gehen ja nicht besonders gern schwimmen. Boah, Taban! Da vorne ist ein Krokodil! Wow, das muss doch das gefährlichste Tier sein. Es hat scharfe Zähne und es kann an Land leben, aber auch im Wasser. Okay. Ja, sie sind gefährlich. Es sind aber nicht die gefährlichsten Tiere hier. Und wir suchen nach einem Pfad. Krokodile laufen nicht auf Pfaden. Aber hey, ich habe ein Krokodil gesehen. Im Wasser sind Krokodile sehr schnell und geschickt. Bei der Jagd lauern sie oft in der Nähe von Ufern, knapp unter dem Wasser versteckt. Dann schießen sie in einem Überraschungsangriff aus dem Fluss heraus und ziehen ihre Beute unter Wasser, sodass sie ertrinkt. An Land sind Krokodile immer noch gefährlich, aber viel langsamer und ein bisschen unbeholfen. Sie verlassen manchmal das Wasser, um sich zu sonnen oder auszuruhen. Weite Strecken über Pfade laufen sie nur sehr selten, zum Beispiel wenn sie während einer Dürre nach Wasser suchen.
Aber ich soll ja auf dem gefährlichsten Pfad Afrikas spazieren gehen. Wir suchen also weiter. Taban, da sind Flusspferde. Wow. Well done, Pia. Gut gemacht, Pia. Du hast das gefährlichste Tier Afrikas gefunden. Was? Flusspferde sind die gefährlichsten Tiere Afrikas? Warum? Yes. Ja, Flusspferde sind sehr gefährlich. Sie töten mehr Menschen als jedes andere Tier hier. Nachts gehen sie zum Grasen an Land. Es ist wichtig, ihnen dann den Weg zurück ins Wasser nicht abzuschneiden. Denn wenn sie Angst bekommen, rennen sie dich einfach um. Außerdem sind Flusspferde sehr empfindlich, wenn sie Junge haben. Dann kentern sie öfter mal ein Fischerboot, wenn es ihnen zu nahe kommt. Ja, deshalb immer Abstand halten. Aha. Flusspferde schauen jetzt nicht sehr schnell aus. Ja, sie sind aber sehr schnell. Bis zu 35 km/h schaffen sie. What? Wow. Leute, das ist richtig schnell. Boah, wenn die im Wasser sind, sieht man nur den Kopf, aber der Körper ist ja riesig. Flusspferde bleiben zum Glück tagsüber fast immer im Wasser. Denn sie sind komplett in das Leben dort angepasst. Sie mögen es überhaupt nicht, so lange in der heißen afrikanischen Sonne zu sein. Wegen ihrer dicken Speckschicht bekommen sie schnell einen Hitzschlag und ihre Haut ist extrem sonnenempfindlich. Flusspferde produzieren sogar ihre eigene Sonnencreme, eine lackartige, rosa schimmernde Flüssigkeit, die aus speziellen Drüsen in ihre Haut kommt. Flusspferde schleppen bis zu 3 Tonnen Gewicht mit sich herum. Im Fluss werden sie aber ganz leichtfüßig, weil das Wasser sie trägt. Flache, ruhige Gewässer wie hier im Delta gefallen ihnen besonders gut, denn sie schwimmen nicht, sondern laufen am Flussboden entlang. Man kann sie übrigens auch Nilpferd nennen. Das tun sogar die meisten Menschen. Sie kommen aber in allen möglichen afrikanischen Gewässern vor, nicht nur im Nil. Ihre Augen, Nasenlöcher und Ohren sitzen ganz oben auf dem Kopf. Das heißt, sie müssen nur ein bisschen aus dem Wasser herauslugen, um alles sehen, riechen und hören zu können. Ihre Ohren und Nasenlöcher verschließen sie, wenn sie abtauchen. Flusspferde können bis zu 5 Minuten unter Wasser bleiben. Verständlich also, dass sie sich im Wasser am sichersten fühlen und auf Angriff gehen, wenn ihnen der Fluchtweg versperrt wird. Das gefährlichste Tier habe ich schon gefunden. Jetzt muss ich noch meine Aufgabe bestehen und auf einem Flusspferdpfad laufen. Uff. Puh. Leute, mir geht ganz schön die Düse gerade. Es ist ja Tag. Das heißt, die Flusspferde sollten alle im Wasser sein. Trotzdem hat Taban ein Gewehr dabei. In der afrikanischen Wildnis weiß man nie, was sich im Gebüsch versteckt. Leute, hier sind schon überall Spuren auf dem Boden. Aber wo sind die Flusspferde, die diesen Pfad nachts ausgetreten haben? Mir wäre schon wohler, wenn ich sie wenigstens sehen könnte. Da! Da vorne sind sie im Wasser. Da! Boah, wir gehen noch ein bisschen näher ran. Ich bin total nervös. Aber Taban nimmt's locker. Er sagt ja, alles ist okay, solange wir genug Abstand halten. Nur, wie viel Abstand ist genug Abstand? Boah. Okay. Das reicht fürs Erste. Die Flusspferde gucken noch ziemlich entspannt. Zumindest die obere Gesichtshälfte. Schaut's euch an. Ich spaziere auf dem gefährlichsten Pfad Afrikas. Hinter mir sind direkt Flusspferde. Wahnsinn. Was darf nicht fehlen? Mein Foto natürlich. Aufgabe 1 bestanden und überlebt. Boah, Taban, es ist wirklich richtig viel Wasser hier im Fluss, oder? Ja. Ja, normalerweise ist hier nicht so viel Wasser. Aber es hat unheimlich stark geregnet. Dadurch ist der Pegel gestiegen. Da drüben waren mal ganz viele Inseln. Oh, aber ist das jetzt schlimm für die Tiere, dass die Insel nicht mehr da ist? Naja, das war mal ein Lebensraum für verschiedene Tiere. Vögel und Reptilien zum Beispiel. Die Krokodile, die da gelebt haben, mussten umziehen. Okay. Kommen die dann auch zurück, wenn die Insel wieder da sind?
Ja, wenn der Wasserpegel wieder sinkt, dann wachsen dort wieder Pflanzen. Und irgendwann kehren auch die Tiere zurück. Okay. Oh, Leute, meine nächste Aufgabe kommt. Finde eine freischwimmende Insel. Alles klar, ich glaube, wir müssen zurück aufs Wasser. Freischwimmende Insel. Also, ein Tier wird das bestimmt nicht sein. Das heißt, ich suche eine Pflanze. Hey, da vorne ist was. Das schaut aus wie eine Insel. Die kenne ich von zu Hause. Das sind Seerosen. Und schon beginnt es wieder zu regnen. Das Flussdelta wird noch ein bisschen voller. Das stört die Seerosen aber nicht, denn sie können ja schwimmen. Schaut so aus, als hätte ich meine Insel gefunden, Taban, oder? Ja. Ja, aber Moment. Die Insel ist nicht freischwimmend. Seerosen haben Wurzeln. Kannst du mir die Wurzeln zeigen? Ja, ich kann versuchen, eine herauszuziehen. Leichter gesagt als getan. Seerosenblätter pflücken gehört aber auch nicht wirklich zum Arbeitsalltag eines Rangers. Das ist der Stängel, boah, der ist ganz schön fest. Oh. Ja, bisschen glitschig, aber bestimmt fest im Boden verankert. Hm. War wohl nicht meine Insel, die ich gesucht habe. Deswegen müssen wir noch mal ein bisschen weiterschauen. Seerosen haben ein prima Erfolgskonzept für das Leben im Flussdelta. Durch ihre langen Blattstiele können sie in viel tieferem Wasser wachsen als andere Wasserpflanzen. Viele Tiere nutzen die großen Schwimmblätter entweder als Schutzschirm oder als Floß. Das Blaustirnblatthühnchen läuft zum Beispiel mit seinen riesigen Füßen darauf herum, um Futter zu suchen. Ich suche eine Insel, die nicht fest im Boden verankert ist. Ein bisschen weiter taucht etwas Vielversprechendes am Horizont auf. Ah, da vorne ist eine Insel. Da müssen wir mal hinschauen, Leute. Wow! Also, das ist jetzt ja wohl eine freischwimmende Insel, oder nicht? Das ist zwar eine freischwimmende Insel, aber leider keine einheimische Pflanze. Sie kommt aus Südamerika. Okay. Ja. Hier hat sie Wurzeln, so saugt sie Wasser auf. Und schau dir mal die Blattstiele an. Wow! Wow! Leute, schaut euch das mal an. Hier sind ganz viele kleine Lufträume in der Pflanze und deswegen kann die so gut schwimmen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Styropor. Hört ihr, das knackst auch so. Lustig. Die dickstielige Wasserhyazinthe wächst viel dichter als die Seerose und deckt weite Flächen des Deltas zu. Unter ihr dringt fast kein Licht mehr durch. Dadurch können kleinere Pflanzen nicht mehr überleben, die wiederum Nahrung für viele Fische wären. Diese Wasserpflanze hat in Afrika keine natürlichen Fressfeinde und vermehrt sich deshalb super schnell. Nur Elefanten futtern sie manchmal als Snack zwischendurch. Sie fressen aber nicht genug, um die Pflanze richtig auszubremsen. Das kann doch nicht sein. Überall sind Wasserhyazinthen. Es wimmelt nur so von denen. Mann. Pia, schau mal. Eine Pflanze. Wow. Hey, das sieht anders aus. Das hole ich mal her. Ah, cool. Stopp. Hier bleiben. Jawohl. Boah, was ist das denn? Schaut mal. Taban, was ist das? Das ist der Papyrus. Ah, okay. Er wächst überall dort, wo es viel Wasser gibt. Also an Seen, Flüssen und Sümpfen. Und
Die wichtigste Frage, ist das eine Insel, die frei schwimmt? It can float, yes. Der Papyrus kann schwimmen, genau. Er hat aber auch Wurzeln. Er kann in der Erde festwachsen. Aber wenn ein bisschen davon wegbricht, zum Beispiel durch eine starke Welle, dann schwimmt er auf dem Wasser. Wie eine Insel eben. Oh, Tavanda, da ist auch eine Spinne drin. Schaut mal, oh, die ist riesig. Die fühlen sich da wohl auch ganz wohl, oder? Ja, die Spinne sieht sogar aus wie die Papyrusblätter. Sie ist super getarnt. Sind auch andere Insekten gerne auf den Papyrusinseln unterwegs? Ja, viele verschiedene Insekten mögen es dort. Papyrus bildet kleine schwimmende Mini-Lebensräume. Zum einen ist das dichte Wurzelwerk unter Wasser ein Rückzugsort für Fische, Würmer und Insektenlarven. Und zum anderen sitzen viele Vögel auf den Halmen über dem Wasser, um Ausschau zu halten. Nach starken Stürmen löst sich der Papyrus manchmal und schwimmt den Fluss hinab. So besiedelt er neue Gebiete. Überall, wo man im Flussdelta hinblickt, sieht man die bis zu 6 Meter hohen Gräser. Wo viel Papyrus wächst und abgestorbene Halme nach unten sinken, wird das Wasser mit der Zeit sehr sauerstoffarm. Dadurch haben sich hier besondere Fischarten entwickelt. Der Leopard-Lungenfisch zum Beispiel kommt an die Wasseroberfläche, um wie ein Säugetier Luft zu atmen. Oh, wie cool! Ich habe meine Aufgabe gelöst. Das ist meine freischwimmende Insel, die Papyrusinsel. Und was natürlich nicht fehlen darf, mein Foto. So. Schön lächeln. Damit wäre auch die zweite Aufgabe gelöst. So ein kleines Päuschen an Land ist auch nicht schlecht. Oh, naja, war ja klar, dass das nicht lang dauert, bis die nächste Aufgabe kommt. Finde die Leibspeise des Schuhschnabels. Dafür brauchst du ein Kanu. Okay, alles klar. Das hier wird mich nicht weit bringen, deshalb suche ich mir jetzt ein richtiges. Und dann finde ich die Leibspeise des Schuhschnabels. Hier im Fischerdorf gibt es jede Menge Kanus. Vielleicht nimmt mich ja jemand mit. Hi! Ja, bitte? Hallo, ich bin Pia. Yes, grüß dich. Huntington. Ich bin Huntington. Das heißt Huntington. Hi, Huntington. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der ein Kanu hat und mich zum Schuhschnabel bringt. Ich bin nämlich auf der Suche nach seiner Leibspeise. So good, da bist du bei mir richtig. Ich habe ein Kanu. Ich steig ein, dann fahren wir los in den Sumpf. Wenn wir Glück haben, sehen wir einen Schuhschnabel. Perfekt, Leute. Ich habe, glaube ich, den richtigen gefunden. Auf geht's. Okay, okay, bitte sehr. Ja. Der Schuhschnabel ist ein Vogel. Er lebt ganz tief in den sumpfigen Gebieten des Flussdeltas. Dort bewegt er sich gern auf versteckten Pfaden, die im Papyrusdickicht von Nilpferden und Antilopen ausgetreten wurden. Im dichten Bewuchs ist er unheimlich schwer zu entdecken. Mit Huntingtons kleinem, wendigen Kanu passen wir durch die engen Schneisen im Papyrus und quetschen uns an großen Seeroseninseln vorbei. Hier leben besonders viele Wasservögel, die sich von den Fischen im Sumpf ernähren. Vielleicht ist die Leibspeise des Schuhschnabels auch ein Fisch. Ein Fischer hat den Schuhschnabel heute schon erspäht und gibt uns einen Tipp. Ah, da! Leute, da vorne ist er. Schaut mal, der ist ja riesig. Schaut euch den mal an, ganz still steht er da. Und sein Schnabel ist riesengroß. Kein Wunder, dass der Leute an einen Schuh erinnert, oder? Wie die anderen Tiere und Pflanzen, die hier leben, ist der Schuhschnabel perfekt an das Leben im Flussdelta angepasst. Mit seinen langen Beinen kann er problemlos durch das flache Wasser stapfen. Und mit seinen großen, nach vorne gerichteten Augen späht er nach Fischen. Beim Jagen bewegt er sich kaum, um sie nicht zu verschrecken. Stundenlang kann der Schuhschnabel regungslos am gleichen Fleck stehen.
Ich suche ja seine Leibspeise. Das heißt, ich muss jetzt auch geduldig sein. Also wenn ich Hunger habe, dann könnte ich nie im Leben so lang so still stehen bleiben. Aber sag mal, Huntington, warum kann der eigentlich so entspannt hier stehen? Es ist doch total matschig hier. Er steht hier direkt auf den schwimmenden Gräsern, wie auf einem Floß. Oh, schau mal. Er hat einen Fisch gefangen. Einen richtig dicken. Er hat einen. It's so great. Okay. Und jetzt verschlingt er ihn. Wunderbar. Wow, great. That's so cool. Was für einen Fisch frisst er denn da jetzt eigentlich genau? Das ist ein Lungenfisch. Davon gibt es ganz viele hier. Deswegen jagen die Schuhschnäbel so gern in diesem Sumpf. Lungenfisch fressen sie am liebsten. Okay, cool. Leute, diesen Fisch muss ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Zurück im Fischerdorf. Huntingtons Kollegen haben heute Morgen einen Lungenfisch gefangen. Er atmet Luft wie du und ich und kommt deshalb oft an die Wasseroberfläche. Dann kann ihn der Schuhschnabel schnappen. Leute, der ist ja riesig! You see? Wow! Schaut euch das mal an, wie groß der ist! Boah! Und jetzt stellt euch mal vor, wie der Schuhschnabel den in einem Haps runterschlingt. Wahnsinn! Mein Foto darf natürlich nicht fehlen, ich habe nämlich alle meine Aufgaben geschafft. Der Tag im Flussdelta war ein voller Erfolg und ich habe alle drei Aufgaben gelöst. So, mein Guter, schau mal, da fühlst du dich bestimmt wohler als hier drin. Schwupp. Aber pass auf, die Schuhschnäbel sind ganz schön fix. Ach Leute, das war wirklich ein super aufregender Tag hier im Flussdelta. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele verschiedene Pflanzen und auch Tiere kennenlernen werde. Naja, ich suche mir jetzt mal ein trockenes Plätzchen an Land und sag ciao, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächsten Abenteuer in der wilden Natur.